Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle dort draußen heute zu unserem ersten Online-Materialsmittag mit einer richtigen Aufnahme im Studio bei uns hier an der Hochschule Luzern, Technik und Architektur in Horb. Wir können heute mal einen reinen Online-Vortrag anbieten. Unser Referent sitzt in Zürich. Marc Angst vom Baubüro in situ darf ich heute begrüßen und ich freue mich sehr, den Vortrag in diesem Herbstsemester durchführen zu können, der ursprünglich geplant war für das Frühjahrssemester 2020 und wir den heute nachholen. Baubüro in situ hatten wir angefragt wegen des Bauens und des Themas Recycling, was sehr groß in der Baubranche hitzig diskutiert wird, thematisiert und von allen aufgegriffen, weil es ein Thema ist, was die Baubranche sehr fördert und noch einen großen Effort, sage ich mal, braucht, um dies umzusetzen. Das Baubüro in situ hat auf verschiedenen Branchenebenen das schon umgesetzt, verschiedene Pilotprojekte, wovon Marc Angst, der Projektleiter des Projektes in Winterthur, heute sein Projekt vorstellen wird. Ich freue mich sehr darüber. Er wird dort das Recycling anhand von verschiedenen Bauteilen, die sie entnehmen und wiederverwerten, aufzeigen. Das Baubüro in situ ist ein Vorzeigeobjekt, wie man mit Materialien, Orten, Menschen, Umwelt, weiteren Themen umgehen kann, heute mit Architektur in einer anderen Art und Weise. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir das heute von einem Projektleiter, der das verinnerlicht hat und lange an diesem Projekt arbeitet, das bis zum Ende führt. Ich habe gehört, im Januar wird es fertig sein, uns einen Auszug daraus gibt. Marc Angst ist Bauzeichner, hat Städte- und Raumplanung studiert in Rapperswil und ist später in Büros unterwegs gewesen in Frankreich. Hat größere Projekte schon realisiert, auch in der Schweiz, bis er vor circa 8 Jahren bei in situ begonnen hat. Nun möchte ich euch nichts weiter vorenthalten und begrüße ganz herzlich Marc Angst, dem ich den Bildschirm teilen werde. Wir werden im Anschluss an den Vortrag von Marc Angst, der circa eine halbe Stunde dauert, eine Fragenrunde eröffnen. Wir haben beschlossen, dass jeder selbst Fragen stellen darf. Ich bitte euch, versucht das nacheinander. Wir möchten das davon absehen, dass es textlich eingetippt wird, damit auch die Fragen wirklich real rüberkommen und auch dazwischen gesprochen und gefragt werden kann. Wir erachten das als einen besseren Diskurs, wie die Fragen per Text zu stellen. Ganz im Anschluss werde ich euch noch verabschieden und einen kurzen Überblick geben über die weiteren Vorträge, die dieses Semester noch stattfinden werden. Wir haben noch weitere 3 Materialsmittage vorrätig, wo auch mal ein physisches Beisetzen möglich sein wird, aber auch immer hybrid über Zoom, sodass jeder zuschalten kann, der nicht teilnehmen möchte vor Ort. So, dann möchte ich euch entlassen und zum Vortrag überführen und freue mich sehr, Marc Angst. Vielen Dank, dass du da bist und ich übergebe dir gerne das Wort. Also ich begrüße euch auch. Danke vielmals für die Einladung. Es gibt sehr viel zu erzählen. Es gibt sehr viel um Material und es geht um viel Material. Ich versuche das in der halben Stunde, Susanne, das stimmt, die mir zur Verfügung steht, euch ein bisschen zusammenzufassen und gebe jetzt meinen Bildschirm frei. Also, das ist mein Auftaktsbild, Gruß aus Uster. Das ist aus der Wochenzeitung irgendwann letztes Jahr und ich zeige dieses Bild eigentlich aus mehreren Gründen. Ihr werdet dem Bild oder wenigstens Teilen davon später im Vortrag nochmals begegnen. Dieses Bild zeigt den Abbruch eines Hochregallagers, einer Textilmaschinenfabrik in Uster und gibt einen kleinen Eindruck davon, was eigentlich um unseren Beruf herum, um unsere Baustellen herum geschieht. Das ist die Zahl dazu, das ist 2015, vielleicht dürften es mittlerweile ein bisschen mehr sein, dass die Menge der Bauabfälle, die die Schweiz alleine jährlich produziert, das ist eine schöne, ansehnliche Zahl. Und davon ist es diese Menge, 35%, die keine Wiederverwendung oder kein Recycling findet, das heißt eigentlich letztendlich deponiert wird. Und dieses Bild, ein Bild aus der Innerschweiz, das ist aus dem Blick ein paar wenige Jahre alt, die Schweiz
hat immer noch Mühe, weiteren Deponiestandorte zu finden, wo unsere Hinterlassenschaften dann landen sollen. Das ist ein Bild aus Zürich letztes Jahr. Das ist ein Umbau von einem Bürogebäude KPMG an der Badener Straße. Was man da sieht, sind nicht irgendwie 500-jährige Pissoirs, die nicht mehr gebraucht werden können, sondern die sind wahrscheinlich alle höchstens 15 Jahre alt. Die Eigentümerin und die Mieterin haben sich dazu entschieden, das Gebäude zu sanieren, eine zyklische Sanierung zu machen. Und wie man das in der Schweiz oder vielleicht auch in Zürich gründlich macht, landet dann alles fein sortiert, zwar in den Mulden, aber eben es ist weg. Will das nicht mehr weiter. So, was geschieht eigentlich mit unseren Materialien? Ein Ausschnitt aus einem Buch, Matthias Kries, ein französisches Buch, vielleicht die Referenz zum Thema Bauteil wiederverwenden. Ein Baum wird Holz, das Holz wird Türe, die Türe zerbricht oder wird symbolisch nicht mehr verwendet. Dann hat man einen Strauß von Möglichkeiten. Oben beginnend bei 12 Uhr Reutilisation, die Türe wird wieder zu einer Türe oder ein bisschen philosophischer Weiterverwendung auf Deutsch oder Zweckentfremdung. Aus der Türe wird vielleicht ein Gewächshaus. Dann haben wir das Recycling übrigens bei der Einführung, Susanne. Was wir eigentlich versuchen mit dem Baubüro in situ, ist nicht Recycling, weil das ist nur ein bestimmter Ausschnitt aus diesem Potpourri. Das ist nämlich die stoffliche Zerstörung und Wiederherstellung eines Stoffs. Was wir versuchen, ist eben eines der ersten beiden Beispiele, also Wiederverwendung und Weiterverwendung, ohne die Dinge zu zersetzen. Eine weitere Möglichkeit ist dann Verbrennen. Schön euphemistisch gesagt sagt man dem thermische Verwertung, also es gibt noch Energie. Und das Letzte wäre dann eben die Deponie, das, was wir vorher auf dem Bild gesehen haben. Hier ein Beispiel von klassischem Recycling. Recycling geht oft auch mit Downcycling einher. Das ist Ziegelschrott für Flachdächer, es wird gewonnen aus alten Dachziegeln, aber eben dieser Prozess funktioniert eigentlich nur einmal, vom Ziegel zum Schrot. Ein anderes Beispiel wäre eben die direkte Wiederverwendung. Das gibt es jetzt für Ziegelstein der Schweiz ziemlich wenig. In Ländern mit viel Backsteinkultur, Niederlanden, Großbritannien, ist das schon ziemlich verbreitet, dass man alte Ziegelsteine wieder säubert und verbaut. Ein Beispiel eines vielleicht Upcyclings oder eines, nein, es ist eigentlich auch eine direkte Wiederverwendung. Ehemalige Bleche von einem Dach wurden bei diesem Projekt von unserem Büro als Fassade wiederverwendet. Als Dach, wo die Dichtheit gefragt ist, vielleicht nicht mehr tauglich, ist ein bisschen rostig, hat einige Löcher, aber als Fassade eigentlich durchaus noch zu benutzen. Und hier eigentlich die wertvollste Wiederverwendung grundsätzlicherweise ist eigentlich ganze Gebäude. Ein Beispiel aus Winterthur, eine Halle, die angebaut und aufgestockt wurde, dass man Gebäude erst gar nicht abbricht, sondern eigentlich umnutzt. Dass das eigentlich keine neue Geschichte ist, ist mit dem Bauteil wiederverwenden, zeigt dieses Beispiel. Die kennt ihr alle aus dem Architekturgeschichteunterricht, die Kirche von Ronchamp, unten rechts das Original. Und nach dem Bombardement im Krieg hat auch Le Corbusier eigentlich dazu gegriffen, die Steine wieder aufzubauen. Also Teile der Kirche bestehen aus Steinen der Originalkapelle. Oder halt noch weiter zurückgeschaut in der Tradition Innerschweizer Häuser, vor allem in der Innerschweiz weiß man, in Schweiz gibt es Gebäude, datiert in den 13., 14. Jahrhundert, die anhand der Kerbungen im Holz nachvollziehbar mehrmals umgezogen worden sind. Also das Material eines Gebäudes zu demontieren, umzuziehen, wieder aufzubauen, ist eigentlich die Ur-DNA des Bauens in der Schweiz und vermutlich in den letzten 100 Jahren mit dem industriellen Bauen eigentlich erst verloren gegangen. Ein symbolisches Beispiel, eher aus Brüssel, ein EU-Ratsgebäude mit Fenstern aus allen EU-Mitgliedsländern, also ein sehr symbolischer Akt. Genau, es geht eigentlich um Ressourcen, wie wir das schon gesehen haben, und um Abfälle, auch das wieder ein eine Illustration aus diesem Buch, das sehr gut sinnbildlicht, wie wir heutzutage wirtschaften. Und jetzt nochmals
zur Hierarchie eigentlich um das zu vermeiden. Die erste Maßnahme ist eigentlich, Gebäude gar nicht erst abzubrechen. Hier ein Beispiel aus einer Halle in Basel. Statt das Gebäude der Nutzung anzupassen, müssen wir vielleicht darüber nachdenken, in Zukunft mehr die Nutzung der Gebäude anzupassen. Dann Bauteile direkt auszubauen. Das ist ein Beispiel für unser Projekt in Winterthur. Bauteile ausbauen und 1:1 wieder einzubauen. Hier schöne Türrahmen. Es geht da nicht nur um Ressourcen und Abfälle, sondern es geht auch um Embodied Craft, sagen wir dem, also verkörperte Arbeit. Ich finde, so einen Türrahmen herzustellen, das ist ein Schreinerwerk, das ist Handarbeit, fachmännisch, fachfrauische beste Leistung. Und das nach ein paar wenigen Jahren wegzuschmeißen, ist auch ein bisschen eine Geringschätzung dieser Arbeit. Das heißt, ein Ding wieder zu verwenden, ist eigentlich auch eine Wertschätzung der Arbeit. Hier sieht man eigentlich das Dilemma mit dem CO2, weshalb man wiederverwenden soll. Das linke Beispiel zeigt Gebäude, wie sie heute in der Schweiz stehen. 76% oder 3/4 der Energie geht im Betrieb durch und in der Erstellung nur 24% der gesamten Energie eines Gebäudes. Oder ausgedrückt hier in Klimagasemissionen. Der Zielwert nach der 2000-Watt-Gesellschaft, vielleicht einer der strengsten, neuesten Labels oder so, da ziehen wir eigentlich darauf ab, dass wir die Emissionen beim Betrieb auf so ein kleines bisschen reduzieren. Was wir aber bisher nicht geschafft haben, ist eigentlich die Erstellung, die Emissionen durch die Erstellung. Und ihr seht, das dreht sich eigentlich plötzlich um. Die Gebäude der Zukunft nach diesem 2000-Watt-Gesellschaftsstandard, da dreht sich um, da haben wir nur noch 1/4 in Betrieb, aber 3/4 bei der Erstellung ausgestoßen. Und um diese 3/4 zu reduzieren, geht es bei diesem Thema eben auch. Und so haben wir auch wieder aus Frankreich verkörpert im Büro, dass es eigentlich laisser en l'état ce qui peut être, also alles sein lassen, was sein kann. Reparer ce qui doit l'être et ne construire ce qui ne peut pas être réparé. Also nur neu bauen, also reparieren und nur neu bauen oder zerstören, was eben nicht zerstört werden kann. Und das ist ein fundamentales Umdenken, glaube ich, wie wir künftig mit unserem Gebäudebestand umgehen sollten. Die Beispiele aus unserem Büro habe ich in Anbetracht der Zeit überspringe ich die. Ich habe da mal ein paar Beispiele dargestellt, wo ihr seht, wie sich das dann äußert. Das war das Dach, das zu dieser Fassade geführt hat. Briefkastengebäude aus einem alten Holzschuppen, Wiederverwendung von Fenstern, ganze Gebäudeteile, Fenster, Innenausbau, Schränke, eine ganze Bar, die über die Straße gezügelt und wieder eingebaut wurde vorher. Und hier nochmal zusammengestellt, bevor ich jetzt auf mein eigentliches Projekt eingehe, nochmal die Prinzipien. Zuerst eigentlich jetzt auf ein Areal bezogen, verdichten, Lücken füllen, alles was ist, bleibt. Das ist das zweite Credo. Das dritte, Wiederverwendung, das war das Dach, das zur Fassade wird. Alles was vorhanden ist, vor Ort wiederverwenden. Vor Ort suchen, was fehlt, das vierte Prinzip. Oder auswärts suchen, was man braucht, und das fünfte Prinzip, eigentlich die Ideen dem Verfügbaren anpassen. So, das Projekt Kopfbau Halle 118, das ist ein dreigeschossiges Gebäude in Winterthur, eine ehemalige Modellschreinerei der Firma Sulzer, ein leichtes Backsteingebäude mit die Vorgabe war von der Bauherrschaft, das um drei Geschosse aufzustocken und dabei eben einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck zu machen, wobei ehrlich weise gesagt, haben wir vor allem mit dem Thema Wiederverwenden gestartet und erst jetzt in der Analyse festgestellt, wie wertvoll das Wiederverwenden eigentlich im CO2-Sparen sich auswirkt. Das ist dann eigentlich schnell nach der Aufgabe, nachdem wir die Aufgabe gefasst haben, haben unsere Kollegen im Basler Büro diese Getränkehalle eines Großverteilers rückgebaut, wo man eigentlich schnell gesehen hat, dass sich das eignen könnte als Tragwerk.
Analyse des Tragwerks, Überlegungen, wie das mit dem Ingenieur, wie das funktionieren könnte. Und ihr seht, für das, dass wir eigentlich da noch im Vorprojekt waren, springt man plötzlich zur Ausführungsplanung. Also muss ich plötzlich sehr detaillierte Fragen stellen und Antworten finden, wie das geschehen soll. Und eigentlich erst nachdem bestimmt war, dass dieses Tragwerk die Grundstruktur des Gebäudes bildet, ging man dazu über, eigentlich das Nutzungskonzept, die Zonierung des Gebäudes zu finden. Es ist ein quadratischer Grundriss, etwa 15 mal 15 Meter. Da war klar, dass man eigentlich auf Korridore und so verzichten möchte. Es gibt eine zentrale vertikale Verteilung, Lift, Treppe, Medien, eine leichte horizontale Verteilung und darum gefächert eigentlich die Ateliers. Es ist kein Wohngebäude, sondern es ist ein Ateliergebäude. Und aus diesem Grundprinzip abgeleitet gab es dann in diesem orthogonalen Grundriss, ausgehend von dieser Stahlstruktur, mit im Prozess immer mehr verfeinert dann eigentlich den Grundriss des Gebäudes. Und mit dieser eigentlich dann Erkenntnis, also zuerst der Stahl, dann das Vorprojekt, das Raumkonzept und dann der Entscheid. Irgendwann muss man entscheiden, weil die Halle musste weg. Jawohl, wir nehmen diesen Stahl und müssen weitere Dinge suchen, zum Beispiel die vertikale Erschließung. Das muss ja dann zusammenpassen mit diesem Stahlbau. Das war dann eine Treppe in Zürich an einem Börsen- oder Finanzgebäude, die eigentlich mit ein paar wenigen Anpassungen ziemlich genau zum Passen kommt. Man beginnt weiter Ausschau zu halten nach Materialien. Erst wenn das Material vorhanden ist, wird darum eigentlich dann der Entwurf weiter gezeichnet. Steinplatten aus eben diesem Börsengebäude, die kommen aus Italien, die rosaroten aus Südamerika, 3 Zentimeter dick. Dieses ganze Gebäude wurde nach 28 Jahren abgebrochen. Das heißt, da landen schiffsladungweise tiptoppe Granitplatten eigentlich im Müll, beziehungsweise werden im besten Fall vielleicht zu Straßenschotter. Fenster, das waren ebenfalls 28-jährige Fenster. Da hat man Messungen gemacht vom U-Wert, um das kompensieren zu können, weil unser Gebäude soll ja nicht mehr Energie verbrauchen, als der Zielwert es vorgibt. Also muss man ein bisschen schlechtere Fenster, weil sie älter sind, durch zum Beispiel zusätzliche Dämmung im Dach oder der Wand ausgleichen. Im Unterschied hier, das ist eigentlich der Überblick über das Areal, Sulzer Areal in Winterthur, vorne in Blau das Areal der Bauherrschaft Stiftung Abendroth, die unser Kopfbauhalle 118 in Auftrag gegeben hat. Violett umrandet das Nachbarareal eines Generalunternehmers. Hier wurde eigentlich Tabula Rasa gemacht und ihr seht eigentlich diesen riesigen Materialvorrat. Damit könnten wir 100-mal unser kleines Gebäude bauen. Dieser Abbruch dann chronologisch nach dem Stahlbau hat uns dann dazu bewogen, schauen zu gehen, was gibt es dort. Es geht eigentlich vor allem ums Narrativ, die Idee, Sulzermaterial über die Straße zu transportieren und wieder zu verwenden. Das waren diese Industriefenster, die sind thermisch eher schlechter, die sind deutlich älter. Und da wussten wir noch nicht, wie wir die genau einsetzen, wie wir mit dem U-Wert umgehen. Wichtig war uns wirklich die Geschichte, Sulzer bleibt Sulzer und das Material muss irgendwie gebraucht werden. Später dazu kam dann diese Druckerei in Oberwinterthur, die in mehreren Etappen gebaut wurde und die saniert werden sollte. Dazu gehörte auch, dass die mickrige Wärmedämmung eigentlich verstärkt werden musste und darum musste das Gebäude eigentlich komplett geschält werden. Also gab es hunderte von Quadratmetern von diesem Aluminium-Trapezblech. Da haben wir uns dann eigentlich auch die Frage gestellt, schon vorher, ja, wie wird unsere Fassade eigentlich aussehen? Und mit diesem Fund hier kam dann eigentlich die Idee, eine hinterlüftete Fassade mit Aluminiumblech zu machen. Eine Farbstudie auf dem Sulzer Areal hat uns dann eigentlich motiviert. Wir haben da gesehen, da gibt es eigentlich einen ganzen Kanon aus Rot bis rostorange Töne. Und man hat sich eigentlich gesagt, ja, dieses orange, sehr auffällige Blech passt nicht nur zum Titel oder zum Namen der Eigentümerschaft, Stiftung Abendroth, sondern eben auch in die urbane Landschaft des Sulzer Areals. Und so wurde der Entscheid gefällt, dieses Blech zu
demontieren und ein paar Kilometer in die Stadtmitte zu zügeln. Übrigens geschah dies eigentlich unmittelbar vor Eingabe des Baugesuchs. Das war eigentlich ja eine Notwendigkeit. Schließlich möchte die Stadtbildkommission sehen, wie das Gebäude ausschauen wird. Und so konnten wir bereits einen A4-großen Ausschnitt aus diesem Blech dem Baugesuch vorne drauf heften und sagen, so mehr oder weniger suggerieren, es gibt dann über die Farbkarte gar nichts zu diskutieren, weil das Blech ist bereits vorhanden. Um diese Bauteile, die gefunden wurden, mit dem Thema CO2-Ersparnis oder eben Ressourcensparen im Hinterkopf, gingen die Recherchen weiter. Woraus besteht dann eigentlich die Fassade selbst der Aufstockung? Und fündig wurden wir bei einem Projekt in Genf. Das ist eine Wohnsiedlung mit 6 Geschossen, 40 Wohnungen, wo vor 2 Jahren eigentlich die ganzen Fassaden aus Holzelementen mit Feldstrohballen, wie sie der Bauer herstellt, hergestellt worden sind und damit befasst festgestellt, dass da ein sehr, sehr kleiner Fußabdruck CO2 entsteht. Die Fassade kann man eigentlich nach ihrem Lebensende mehr oder weniger wieder aufs Feld bringen und dort verrotten lassen oder kompostieren, weil es gibt keine Schadstoffe, die eingebracht wurden, nur Stroh, Lehm und Holz. Und das war dann eigentlich für uns in doppelter Hinsicht die Motivation, so die Fassade zu bauen. Hier seht ihr das Prinzip. Wir hatten das orange Blech, wir hatten die Fenster, diese Fenster, die Formate der Strohballen und dann ging es eigentlich darum, das Tetris zu machen. Und da die Formate der Fenster eigentlich schon gegeben waren, die Geschosshöhen waren vom Stahlbau gegeben, hätte eine Fassade mit plattigem Material, also ein bisschen ist das auch beim Blech passiert, zu sehr viel Verschnitt geführt. Und das war unter anderem auch das Konzept hinter der Strohballenwand, dass man sagt, der Dämmstoff bildet die Materie selbst und der Lehmputz, ein plastisches Material, passt sich eigentlich in den Zwischenräumen zwischen Stahlstruktur und Fenstern und Fenstern und Fenstern, passt sich den gegebenen Elementen an. Und so wurde dann nach Baufreigabe oder nach der Erteilung der Baubewilligung eigentlich das Blech demontiert und so wie wir begonnen haben mit dem Fragezeichen, wie wird das aussehen, war dann eigentlich mehr oder weniger das Erscheinungsbild des Gebäudes beisammen. So, jetzt zum Abschluss habe ich versucht, ein bisschen zusammenzustellen, zu welchen Prozessen führt denn eigentlich die Bauteilwiederverwendung in so einem Projekt. Und das erste sind Werkzeuge. Wir mussten neue Werkzeuge uns aneignen im Büro. Und da seht ihr das ein bisschen zum Beispiel nur schon in der Plandarstellung. Es gibt nicht mehr einfach schwarz, gelb, rot, sondern es gibt rot und violett. Wir unterscheiden zwischen Bauteilen wie dieses Fenster, die eigentlich bereits am Lager sind, die quasi gegeben sind. Damit muss man unverändert operieren können. Und es gibt violette Bauteile, das sind die Bauteile, die noch offen sind, also da, wo man am Suchen ist und da, wo man dann eigentlich noch definieren muss. Dann braucht es eigentlich einen Bauteilkatalog, was man normalerweise beim Hersteller irgendwie anfordert und DWG bekommt. Sämtliche Bauteile, die vorhanden sind und lagern und auf ihren Einbau warten, müssen präzise gezeichnet werden, müssen mit ihren Informationen versehen werden und man muss die Stückzahl kennen etc. So haben wir unseren eigenen Bauteilshop, wie das zum Beispiel die Bauteilbörsen oder diverse wiederverwendende Firmen benutzen, haben wir uns angelegt. Das dient uns auch dazu, dass Bauteile, die überzählig sind, beispielsweise haben wir 24 Deckenleuchten davon eingebaut im Projekt, werden möglicherweise 20, dass man überzählige Stückzahl auch für weitere Projekte innerhalb des Büros oder für externe Kunden bereithalten kann. Und dieser quasi Online-Shop ermöglicht auch, die Bauteile zum Bemustern der Bauherrschaft beispielsweise oder der Behörde zur Verfügung zu stellen. Also man kann den Link schicken und sagen, schaut, das wäre der Radiator oder dies ist die Leuchte. Dann, das Entwerfen geschieht eigentlich bereits beim Auswählen. Hier nochmal das Beispiel dieser Granitplatten. Und ihr seht ein bisschen unten im Fries, die ganze Fassade wurde von unserer Zeichnerin fotografiert, nummeriert, ausgemessen. Es gab rechts im Bild diese unendliche Liste von Plattenformaten und bereits beim Auswählen, welche Formate nehmen wir, welche nicht,
geschieht eigentlich der erste Teil des Entwurfs, weil gerade diese Steinplatten nachher nochmals zu zersägen und zerteilen, stellt sich als teuer heraus. Also muss man eigentlich die Dinge bereits so ausbauen und einlagern, wie man sie wiederverwenden möchte. Und hier kommt auch ein bisschen ein Prinzip zum Ausdruck, das habt ihr vielleicht geahnt auf dem Bild vorhin, als man gesehen hat, wir nehmen nur die unterste Reihe der Steine, die sind sehr schwer, alles was über Kopfhöhe ist, würde schon aus Sicherheitsgründen ein Gerüst benötigen. Und so führt eigentlich dieses Gewinnen von Bauteilen, ist eigentlich mehr ein Absahnen. Also man geht in diese Gebäude, da sind ja unglaubliche Mengen Material da. Man kann nicht alles benötigen und man kann auch nicht alles ernten. Also nimmt man wie die Sahne, nimmt man eigentlich nur das, was gerade erreichbar ist. Hier seht ihr, wie die Steinplatten wieder zum Einsatz kommen als Böden und Wände im Originalformat in unseren in Nasszellen und als Laubengangböden, das sieht man links unten zur Ergänzung der Treppe. Und hier kommt eben jetzt wieder dieses Hochregallager, was ihr auf dem ersten Bild gesehen habt. Wir waren zufällig bei diesem Hochregallager auch am Ernten, sage ich, von Innentüren, als dann der Rückbauunternehmer uns anruft und sagt, hey, hier gibt es dieses Hochregallager, hier gibt es diese IP120 Stahlträger. Und auf die Frage, wie viel gibt es davon, sagt er, das sind 20 von diesen Gängen, das sind Hunderte in der Höhe, also es sind Tausende von fast so Stahlträgern. Da musste dann innerhalb von einem Tag mit dem Bauingenieur ein Konzept entwickelt werden, was machen wir aus diesen Trägern. Schlussendlich wurden es Türstürze und eben die Konstruktion der Laubengangböden außen. Und auch hier wieder das Prinzip des Absahnens. Ihr seht, mit diesem kleinen Rollwagen gingen die beiden Jungs durch alle Gänge und haben einfach die erreichbaren Stahlträger genommen. Alles, was oben dran ist, ist dann, wie auf dem ersten Bild ersichtlich, dem Bagger zum Opfer gefallen. Dann die Strategien beim Entwerfen. All diese Bauteile geben verschiedene Formate vor. Ein bisschen habe ich schon davon gesprochen, wegen dem Lehm und dem Stroh. Es sind dann verschiedene Prinzipien, die sich herauskristallisieren. Und das eine ist, das sieht man rechts im Schnitt, ist eigentlich entkoppeln und überlagern. Also eigentlich verschiedene Ebenen schaffen. Jedes Bauteil, jede Struktur, jede Funktion bekommt seine eigene Ebene und durch das Überlappen von einzelnen Bauteilen können eben Toleranzen oder unterschiedliche Formate und Achsmaße ausgeglichen werden. Als wir uns später dann eigentlich mit dem Design for Disassembly-Ansatz befasst haben, also eigentlich das Bauen für die Wiederverwendbarkeit, haben wir eigentlich festgestellt, dass das ja eigentlich auch den Prinzipien des nachhaltigen Bauens entspricht, dass jedes Element erfüllt nur eine Funktion und ist in seiner Ebene eben austauschbar. Also dass bei Veränderungen, bei Reparaturen, aber auch am Lebensende eines Gebäudes, wenn das abgebrochen werden soll. Und so sieht ihr das Prinzip eigentlich sehr gut an der Fassade, weil diese Trapezbleche, haben wir dann festgestellt, diese Orangen, die wurden in verschiedenen Etappen am Gebäude eingebaut, am Originalgebäude, also in verschiedenen Jahren und die hatten unterschiedliche Formate. Und um mit diesen Formaten nicht in Clinch zu kommen, wurde dann eigentlich entschieden, die Fassade geschossweise zu schuppen, also jedes Geschoss überlappt das davor vorangehende, um eben auch da Toleranzen zu schaffen. Was beim Entwerfen eigentlich das Einschneidendste ist, sind die sogenannten Loops. Also man entwickelt etwas, man weiß nicht wie, es ist konzeptionell, man findet etwas, wie hier wieder eigentlich dargestellt, die Steinplatten und die IP120 aus dem Hochregallager, die eigentlich erst mit dem Finden dieser Stahlträger, der Laubengang, eigentlich wirklich gezeichnet werden kann. Also man entwirft, man findet Material, es wird umgeplant, man findet noch etwas, man plant wieder um, bis das am Schluss dann eigentlich passt. Weil, und das ist das ein schönes Abschlussbild aus diesem Buch, diesem französischen Le Chantier Magasin Éphémère, die Baustellen, in diesem Sinn nicht unsere Baustelle, sondern eben die Baustellen, wo die Materialien herkommen, ist ein vorübergehender Laden, also ein Bauteilshop, der ist eben nur eine gewisse Zeit lang offen und diesen Zeitraum muss ich zugreifen und mich selber damit arrangieren, wie das in mein Programm passt.
Hier zum Abschluss noch ein paar Bilder aus dem Bau. Der Bau wird im Februar bezogen, also im Januar fertig sein. Es bleibt immer auch ein bisschen das Kribbeln, ob dann wirklich alles passt, weil je genauer man das ausmisst, desto genauer passt es. Oft weiß man aber beim Ausmessen, zum Beispiel der Storen, weiß man nicht, worauf es dann auch wirklich ankommt. Dann hast du Storen im Lager und musst entscheiden, wie groß ist der Abstand zwischen Absturzsicherung und Store. Und erst wirklich beim Einbauen vergeht dann das Kribbeln, wenn man sieht, dass es gepasst hat. Die Höhe, zum Beispiel Absturzhöhe, der Bodenaufbau, die Dicke der Holzböden waren uns nicht ganz klar. Da müssten 65 cm eingehalten werden, hat auch funktioniert. Das ist jetzt mal eine Erleichterung. Und jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich dachte, ich hätte einen Moment schnell. Wo klemmt es da? Entschuldigt. Holzböden, die kommen aus einer Wohnsiedlung in der Nachbarschaft, die abgebrochen worden sind, in der Mitte der Stahlträger aus dem Getränkelager in Basel. Hier vielleicht gerade symbolisch die Haustechnik, Aufputz an die Stahlträger geklemmt, kann abgeändert werden, ohne im Gebäude etwas spitzen zu müssen. Hier seht ihr die wunderschöne orange Fassade mit den Fenstern aus Zürich, die wiederverwendeten Sonnenstoren, das orange Blech, die Schuppung. Die Fenstergewände und Bänke hier, die sind neu. Das war dann zu viel Anpassarbeit. Da manchmal muss man dann Kompromisse machen. Auch die Photovoltaikanlage ist wiederverwendet. Die kommt aus von einem Dach in Zürich, Siemens. Radiatoren an den Innenwänden. Dieser war genügend groß, hatte genügend Leistung für diesen Raum. Später seht ihr noch einen, wo wir dann improvisiert haben. Die Innenwände ein bisschen im Gegenlicht, die Lehmwand, die verputzte, die alten Holzböden, hier noch die Schüttung. Nochmal ein Bild der Fassadenschuppung. Anstelle die Ecke auszubilden mit einem Spezialprofil, wurden die Ecken einfach gebogen, also die sind dann leicht gerundet. Sonnenstoren nochmal, Innendämmung im Altbau unten, die Granitplatten in den WCs, nochmals die Schuppung der Fassade, das haben wir auch erst später festgestellt, mit den unterschiedlichen Profilen wurde es für den Spengler ein bisschen schwierig, die passenden Profile für die Unterkonstruktion zu finden, aber es war machbar. Die Lavabos, die stammen aus einer Bauteilbörse, also die haben wir nicht selber rückgebaut, sondern eigentlich im Handel für Gebrauchtmaterial gekauft. Am Boden wieder die Granitplatten mit der Rückseite, also die polierte Seite an der Wand, die sägerohe Rückseite am Boden. Nochmal der Holzboden, zusammengesetzt aus verschiedenen Zimmern. Der wird so abgegeben, wenn Mieterinnen und Mieter eigentlich diese raffe, rohe Geschichte nicht gefällt, ist es ihnen freigestellt, die zu schleifen und zu ölen und bekommen einen total edlen Holzboden dann. Haben wir gesehen. So, das letzte Bild, das Improvisieren, das eigentlich ist nicht Form follows Function, sondern Form follows Availability, also Verfügbarkeit. In diesem Raum waren die Radiatoren auch aus der Wohnsiedlung und die Holzböden herkommen. Die waren zu klein, aber genau zwei Radiatoren waren von der Leistung genau ausreichend für diesen Raum. Und so wurde dann eigentlich das improvisiert. Also dieses Gebäude, ihr hört es ein bisschen, das erzählt tausend Geschichten. Und jetzt bin ich eigentlich am Ende und gespannt auf eure Fragen. So, vielen Dank, Marc Angst. Das freut mich sehr. Das ist so das, was ich auch schon gelesen habe über das Projekt formuliert, zu wissen, was euer Hintergrund ist vom Baubüro in situ. Das ist eine Andersartigkeit, die wir gerne und mit Freude nachvollziehen und erleben können. Und jetzt ist an der Fragenrunde, also ich möchte die Teilnehmer gerne und bitte aufrufen, entsprechende Fragen zu stellen. Ich denke, es gibt viele Fragen. Einfach bitte ich euch, dass ihr euch selber auf laut stellt und die Fragen in den Raum ruft. Wir versuchen dann, den einen oder anderen anzusprechen, damit er dann direkt, wenn es ein Durcheinander gibt, damit einer nach dem anderen die Frage stellen kann. Gibt es Fragen dort draußen? Bitte jetzt. Ich hätte eine Frage. Und zwar, Sie haben
von diesen Loops gesprochen, die eigentlich das Gebäude immer wieder verändern. Und meine Frage ist, wie hat man am Anfang ein Bild im Kopf, wie es aussehen sollte, und durch diese Loops immer, was man dann findet und wieder zusammenfügt, ergibt sich zwar ein neues Bild, aber dieser Grundgedanke bleibt immer gleich. Oder wie, wie handhaben Sie das? Das ist in der Tat eigentlich eine große Herausforderung. Es hilft, dass man sich nicht zu viele Bilder macht am Anfang, wenn man eigentlich nur eine sehr beschränkte Materialpalette hat. Ich glaube, die Bilder sind dann eher Prinzipien, die eigentlich im Kopf sind. Und wir werden auch immer gefragt, ja, wie findet ihr all dieses Material? Und eigentlich muss ich dann die Frage wie umdrehen und sagen, eigentlich, wenn ich weiß, wonach ich suche oder was ich erwarte, dann fallen mir diese Dinge auch auf. Also ich muss mir echt zuerst die Frage stellen, was suche ich oder wonach suche ich, und dann werde ich auch ein bisschen danach fündig, oder? Von dem her mache ich mir eigentlich am Anfang schon ein Bild. Das ist hier so ein Prinzip. Also bei der Fassade war es eigentlich wie klar, es gibt keine Kompaktfassade, das widerspricht eigentlich auch dem Reversible Design, sondern es gibt eine hinterlüftete Fassade. Also weiß ich bereits, aha, ich brauche ein Fassadenmaterial, was eigentlich plattig ist, was hinterlüftet montiert werden kann. Und so habe ich, wie so schon, so ein tektonisches Modell oder so ein eher konstruktives Modell eigentlich immer im Kopf, oder? Und von der Raumstimmung her ist es tatsächlich so, die kann sich enorm verändern, und das führt auch immer zu sehr vielen Diskussionen, wenn plötzlich ein Material auftaucht. Also zum Beispiel Holzinnenwände, die waren gesetzt, dann kommen die Holzböden, dass man sich plötzlich fragt, ja, wird das nicht zu schale, zu holzig? Wie geht man mit den unterschiedlichen Farben von diesen Materialien um? Und muss ehrlicherweise dann auch ein bisschen loslassen und sagen, das Ergebnis wird ein bisschen, wie es wird. Ist die Frage damit beantwortet für? Ja. Im Moment. Danke vielmals. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ja, ciao Marc, du bist der Matthias. Hoi, Matthias. Ich habe jetzt visuell nicht gezeigt. Wie geht ihr vor bei der Suche? Habt ihr eine Datenbank, eine Quelle, wo ihr hingehen könnt? Wie funktioniert das? Also das ist ein riesengroßer Challenge. Und ich denke, wenn man nach der Skalierbarkeit, ich mache da jetzt ganz kleinen Exkurs, an die Skalierbarkeit dieses Vorgehens denkt, ist das ein Riesen-Challenge für die Zukunft. Auf der einen Seite muss man selber wissen, wonach man sucht, oder? Das schließt eigentlich an der Vorgängerfrage an. Man muss das irgendwo festhalten, wonach das sucht. Also ich kann euch sagen, da gab es tausende von Listen, die immer an der Wand hängt, wo man sich beim Café, beim Telefon immer wieder davor stellen muss, um sich zu vergegenwärtigen, was ist die nächste Priorität, was sucht man überhaupt, und das dann zusammenkriegen eigentlich mit dem Angebot. Und das Angebot, das ist zweierlei. Es gibt das Angebot, das eigentlich zu uns, das uns anspringt oder zu uns fliegt. Das sind nämlich Hunderte von Telefonen, das sind Kollegen im Büro, die sich melden und die sagen, hey, bei mir gibt es auf der Baustelle das und das, was übrig ist, in der Nachbarschaft wird dieses Gebäude abgebrochen. Das sind Unternehmer, die anrufen und sagen, wir haben das überzählig, wir sind dort am Umbauen, wir sind dort am Abbrechen. Also muss ich zu diesem Materialfluss, darum habe ich eingangs eigentlich gesagt, vom Referat, es geht um sehr viel Material, das muss man irgendwie im Kopf haben. Da wünschte ich mir sehr viel Effizienz, ich habe sie noch nicht, das ist wirklich ein bisschen random. Und dann, das ist das Material, das zu uns kommt, und das andere ist das Material, was wir suchen. Material zu suchen, da gehst du eben eigentlich im gleichen Stil vor. Da gibt es einerseits mittlerweile eine rechte Palette von Unternehmen, die mussten wir auch zuerst finden. Das ist wie ein Schattenmarkt, oder? Du findest die auf Ricardo, auf Tutti, die Gebäude demontieren und das Zeugs verdielen, oder? Die musst du finden, dann schreibst du denen, suche eine kleine Treppe, suche Türen, vielleicht wirst du dort fündig. Wir rufen die Abbruchunternehmer an, wenn etwas dringend ist, sagen, du suchst dringend Radiatoren, hat jemand etwas, was nächstens drankommt in einem Gebäude? Es gibt diese Plattformen wie Salsa und Bauteilklick, wo die Bauteilbörsen selber das Material, was bei ihnen am Lager ist, verkaufen.
Und so ist das eigentlich ein Bewerten, was zu dir kommt, und Suchen, was du suchst. Oder? Aber es ist ein ziemlicher Challenge, vor allem immer im Kopf zu haben, was suchst du, passt das zeitlich, wo kann ich das lagern? Ist das ein bisschen... Dankeschön. Ja. Aber das hat auch damit zu tun, das Material, das zu euch kommt, das einfach in situ bekannt ist für die Art von Bauen, dass andere Unternehmen wissen, euch können ansprechen. Das liegt unter anderem daran, ja, genau. Aber eben, wir finden, also es ist nicht nur, dass das zu uns kommt, wir gehen sehr oft irgendwie raus ins Land und kontaktieren eben sowieso unser Netzwerk. Und ich kann euch sagen, also das Angebot an Material übertrifft unsere eigene Nachfrage um ein Tausendfaches. Oder? Also eigentlich die Schwierigkeit ist eher auszuwählen im richtigen Moment. Das finde ich immer sehr schwierig. Soll ich nicht? Finde ich noch etwas Besseres oder nicht? Weil ein bisschen Kompromisse sind ja immer dabei, auch wenn mein Bauleiter Pascal oder Michelle, die Zeichnerin damals, sie haben immer gesagt, ja, das passt perfekt, oder? Am Schluss musst du eigentlich, irgendwann musst du entscheiden. Und damit, das muss man irgendwie aushalten. Das finde ich eigentlich sehr anspruchsvoll, persönlich. Dankeschön. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja. Vielen Dank für den interessanten Vortrag und vielen Dank für den Pioniergeist, der da in der Realität auch gelebt wird. Mich interessiert ja die Kommunikation mit der Bauherrschaft. Wir sind es gewohnt, im normalen Bauablauf, dass wir eine gewisse Planungssicherheit, eine gewisse Kostensicherheit und auch eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der Materialwahl, der Farbwahl, den Bauherrn bieten können und auch die Termine garantieren können. Dieses Entwerfen ist doch ein neuer Weg und hängt sehr stark davon ab, wie lange braucht man suchen und auch wie finde ich dann die Entscheidung mit dem Bauherrn. Das braucht sicher einen speziellen Bauherrn. Wie sind da Ihre Erfahrungen und wie wäre da der Ausblick für die Zukunft? Ist es möglich, hier das auch zu skalieren und zu sagen, wir können zukünftig nur mehr so bauen? Also die Bauherrschaften, das ist tatsächlich ein sehr intensiver Prozess. In diesem konkreten Projekt jetzt da, die Stiftung Abendrot, denke ich, ist die Auseinandersetzung mit dem Material selber ist zwischen uns Entwerfenden und der Bauherrschaft vielleicht ein bisschen kleiner als bei Beispielen. Das habe ich bei diesen Referenzprojekten von uns auch gezeigt, wo beispielsweise man für einen Privatkunden baut, oder? Wo dann eigentlich das wieder ziemlich nahe beim klassischen Prozess ist. Ich finde ein Material, ich besorge mir ein Muster, ich schaue das mit der Kundin oder mit dem Kunden an, ob das irgendwie ihren Wünschen entspricht. Da ist es viel, viel mehr noch beim Material selber. Mit der Stiftung Abendrot als institutionelle Anlegerin geht es eigentlich mehr um die Prozesse. Wir haben definiert mit der Stiftung am Anfang, über welches Budget wir verfügen, unter welchen Bedingungen wir Dinge ausbauen, der Aufwand etc. Und immer wenn wir etwas finden, etwas entworfen haben, schlagen wir eigentlich vor, wie das Material einzusetzen ist und haben zeitweise im 2 Wochen- oder Monatstakt Baukommission gehabt, wo man das dann eigentlich zusammen diskutiert hat. Nimmt man das nicht, wofür setzt man das ein, wie lagert man das, wie groß ist das Risiko? Und manchmal, wenn es ganz schnell gehen musste oder eben beim Absahnen in einem Gebäude, nimmt man halt dann wie auch noch zusätzliches Material mit, was man nicht besprochen hat vorher, weil ich weiß, zum Beispiel bei diesem Börsengebäude haben wir noch das Dachgeländer mitgenommen, was sich nachher als Glücksfall erwiesen hat, also die Reling auf dem Flachdach, weil das für die Laubengänge eigentlich perfekt gepasst hat. Und das war dann halt einfach schon im Fundus. Ja, also es geht nicht in dieser Größe immer zu wissen, was, wer genau. Da braucht es ein bisschen eine Großzügigkeit von der Bauherrschaft. Oder? Die müssen das mit aushalten. Und eben das Besondere, ich habe das angedeutet, ist eigentlich die Vorfinanzierung. Also wir haben rund 10% der Gebäudekosten, 10% bereits vor
Baubewilligung an Material angelagert. Also es gibt man muss so zu bauen, quasi ein Risikokapital ein bisschen zur Seite legen, wenn jetzt das mit dieser Baubewilligung aus irgendeinem Grund nicht geklappt hätte, hätte man irgendwie eine Lösung für dieses Material finden müssen. Oder? Also das sind dann Fragen, die irgendwie eminent werden. Vielleicht erlaube ich mir, eine letzte Frage zu stellen. Sie geht auch in eine ähnliche Richtung wie die Fragen, die bereits gestellt wurden. Und du hast es auch schon gesagt, Marc, das Wort Effizienz. Ich fand das sehr schön. Effizienz, Flexibilität. Ich glaube, auch in der heutigen Zeit, wo man sich selbst mehr fokussiert auf die Dinge, die man gerne im Leben erreichen möchte, finde ich dieses Effizienz und den eigenen Gedanken auch mal, wie du gesagt hast, schön hast, Nein zu sagen, es kommt nichts Besseres, wird noch etwas kommen, was passiert. Wie könnt ihr das handhaben für euch selbst, also die Rentabilität mit dem Projekt, ähnlich wie die Frage vorher mit der Bauherrschaft, die Effizienz des Projektes, ist das etwas, was ihr vorher einem Rahmen gebt? In welchem Sinne die Effizienz? Effizienz der Bearbeitung des Projektes von bis? Also letztendlich gibt, glaube ich, das Terminprogramm gibt ja eigentlich mal den Rahmen vor, wie viel man sich eigentlich welchen Detailfragen widmen kann, und irgendwann muss man einfach entscheiden, damit der Prozess irgendwie weiterläuft, oder? Und was uns ganz klar, also was wirklich, glaube ich, uns allen bewusst geworden ist oder schon vorher bewusst war, ist eigentlich, das zeigt ganz deutlich unsere Vision der Zukunft. Es muss mit weniger gehen. Also die Zukunftsversprechen, eine ökologische oder nachhaltige Zukunft ohne Verzicht, ist für uns eine Illusion. Wir müssen uns beschränken, die Ressourcen sind endlich. Und ich glaube auch, die Lösungen oder die Möglichkeiten, die Auswahl ist irgendwann beschränkt. Also für uns ist eigentlich wie klar, alles muss ein bisschen weniger sein oder darf ein bisschen weniger sein, und versuchen eigentlich so für uns die Effizienz zu beantworten, dass wir sagen eigentlich less is more. Oder? Ja. Das muss nicht, also die Perfektion ist eigentlich nicht, und dass das genau unserem Bild entspricht, sondern die Effizienz ist vielleicht, wenn wieder etwas auftaucht, was irgendwie zum Passen gebracht werden kann, entspricht es nicht dem, was wir uns vorgestellt haben, und dass wir das auch in einer vernünftigen Zeit irgendwie hinkriegen. Oder? Also einfach weniger Ansprüche, mehr verzichten, mehr Basic, aber auch mehr wirklich zum Material. Oder? Das Material leistet, was es kann, und that's it. Ja, das finde ich sehr schön, dass du diesen Bogen und den Abschluss bringst. Der Anspruch, den wir heute haben, das, was uns zur Verfügung steht, ist eine sehr große Fülle. Und doch, wenn wir es schaffen, uns mehr zu fokussieren auf das Wesentliche, die Ansprüche etwas zurücknehmen, können wir doch ein besseres, ein größeres, ein, ich weiß es nicht, wie man es definieren soll, miteinander, füreinander, für unsere Umwelt, für die Menschen, für die Orte, die wir erschaffen. Danke für das tolle Projekt, danke fürs Dasein, Marc, danke fürs Vorstellen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich würde mich freuen, es soll Januar fertig sein, Januar 21, habe ich gehört, wenn man das dann begutachten kann, das schöne Projekt. Mhm. Danke, Marc, ich freue mich sehr, vielen, vielen Dank, und einen schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.